Hallo, was geht's? Hier ist Gigax und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Call of Duty Ghosts. In dem heutigen Video sprechen wir über das Prestigen, also das ins Prestige gehen und den Prestige-Modus und was da passiert, wenn ihr ins Prestige geht. Die Informationen, die ich hier verwende, sind öffentlich bestätigt. Die stammen sowohl aus Interviews als auch aus dem Squads-Trailer, auf den werde ich nochmal näher eingehen in einem anderen Video. Ja, also die sollten eigentlich stimmen. Also als erstes habe ich herausgefunden, dass das maximale Level in Call of Duty Ghosts Level 60 sein wird, also pro Prestige. Also ihr habt dann 60 Level und dann habt ihr das Prestige geschafft. Und 60 ist nicht besonders viel, deshalb denke ich, dass man ziemlich lange brauchen wird, um ein Level zu brauchen. Also was heißt ziemlich lange? Für Call of Duty Verhältnisse halt relativ lange. Aber mir ist es eigentlich ziemlich egal, ob es jetzt 100 Level sind oder 60 Level, weil Prestigen ist mir nicht besonders wichtig. Ich mache das immer nur für diese Klassen. Aber das ist jetzt nicht, dass ich denke, boah, der ist Prestigemaster gewesen, der muss jetzt richtig gut sein oder so. Weil erstens hat das Level ja überhaupt nichts damit zu sagen, wie gut man ist. Weil es gibt viele Leute mit einem hohen Level, die sind trotzdem total schlecht, aber die zocken einfach viel, aber sind halt schlecht. Und dann gibt es auch noch viele Booster und Hacker, die sich hochgehackt haben, obwohl ich das auch total sinnlos finde. Aber für manche Leute ist es halt etwas, wo sie sehr stolz drauf sind, aber egal, es wird auf jeden Fall 60 Level geben. Aber was wirklich wichtig ist, dass man nichts verliert, wenn man ins Prestige geht. Das ist jetzt das erste Mal so bei einem Infinity Ward Spiel. Man verliert wirklich nichts, oder verliert jeder das Waffenlevel noch irgendwelche Challenges oder so. Also, es ist eigentlich genau wie vorher und deshalb weiß ich auch gar nicht, ob das mit dem Prestige noch so einen großen Sinn macht. Also ich finde das ziemlich gut eigentlich, weil ich Prestige immer für diese Klassen und das nervt mich ziemlich, wenn ich da alles verliere. Aber es ist halt jetzt nicht mehr so eine Überwindung, ins Prestige zu gehen. Das ist jetzt nicht mehr, dass man denkt, boah, der ist jetzt 10. Prestige oder so, der hat sich 10-mal überwunden, ins Prestige zu gehen. Also bei Black Ops 2 war das Prestige ja schon deutlich attraktiver als noch in MW3, wenn man mal überlebt. In MW3 hat man ja echt alles verloren und wieder komplett von vorne angefangen, abgesehen von den Statistiken. Ja, also das wird auf jeden Fall viel leichter gemacht und deshalb denke ich auch, dass jetzt jeder Prestigen wird, wenn man halt nichts zu verlieren hat, und warum sollte man das dann nicht machen? Dann habe ich noch herausgefunden, dass diese Challenges keine extra XP mehr bringen, was ich eigentlich auch relativ gut finde, weil ich habe diese Challenges sowieso nie gemacht. Also es tut mir leid für Leute, die da immer geguckt haben, was kann ich jetzt machen, um schnell zu leveln. Man konnte auch mit den Challenges echt ziemlich schnell leveln, also wenn man das wirklich immer eingehalten hat, konnte man ziemlich viele Punkte sammeln. Aber bei mir war das eigentlich nur so zufällig, dass ich gesehen habe, dass ich irgendeine Challenge jetzt geschafft habe, aber es war mir eigentlich ziemlich egal. Aber es wird trotzdem noch Challenges geben, und zwar sorgen die jetzt dafür, dass ihr neue Aussehensgegenstände freischalten könnt. Also zum Beispiel irgendeinen Hut oder, keine Ahnung, eine andere Hose oder so, also ihr könnt solche Sachen da freischalten. Und da muss ich auch sagen, dass die Challenges so eigentlich viel attraktiver für mich sind als Punkte, weil so neue Aussehensgegenstände finde ich eigentlich ziemlich cool, wenn man dann vielleicht irgendeinen seltenen Hut hat oder so, was irgendeine schwierige Challenge ist. Das fände ich auf jeden Fall ziemlich lustig und da hätte ich auch viel mehr Lust, auf diese Challenges zu gehen, also das ist für mich auch eine ziemlich gute Änderung. Was ich ebenfalls ziemlich cool finde, ist, dass die Waffen jetzt nicht mehr mit Leveln freigeschaltet werden, sondern mit Punkten, wie das auch in Black Ops 1 schon war. Und diese Punkte heißen Squad-Punkte und wie man die verdient, das weiß man leider noch nicht genau, aber es wird mit Sicherheit so sein, dass ihr einfach spielen müsst, um die zu bekommen, weil alles andere wäre ja eigentlich unlogisch. Aber ich finde trotzdem, dass es eine ziemlich coole Änderung ist, weil man da nicht immer auf die Sachen warten muss und dann, ja, es... Ich fand das irgendwie immer doof, dass man auf manche Waffen immer so ewig warten musste. Und dann hatte ich auch nicht immer Lust, diesen Prestigepunkt für die Waffe, dass ich die dauerhaft freigeschaltet habe, auszugeben, weil ich immer diese Klasseneditor-Klassen wollte. Und das hat mich auf jeden Fall ziemlich abgefuckt. Was aber ebenfalls noch anders im Prestigen sein wird, ist, dass jeder Squadmate, also ihr habt ja ein Team, ihr stellt ja keine richtigen Klassen mehr zusammen, ihr stellt ja quasi eure Soldaten zusammen. Also habt ihr quasi 5 bis 10 verschiedene Soldaten. Ich weiß nicht, ob man am Anfang direkt 10 hat oder ob man die freischalten muss. Auf jeden Fall habt ihr diese Soldaten, denen könnt ihr euer Aussehen, also denen könnt ihr Aussehen geben, jedes unterschiedlich. Und die werden dann auch ihre eigenen Klassen, aber es ist eigentlich... wie normale Klassen, nur dass man halt mehr Bezug zu denen hat, weil es Soldaten sind. Und diese Squadmates Prestige, dann habt ihr zum Beispiel die erste Klasse und die habt ihr auf Level 60. Und die zweite Klasse habt ihr noch auf Level 10 oder so. Also jede Klassen-Editor-Klasse bzw. jeder Squadmate hat sein eigenes Level. Und wenn ihr alle Squadmates auf Level 60 habt, dann habt ihr halt das höchste Prestige, was mit Sicherheit 10 sein wird, weil es 10 Squadmates gibt. Alles andere wäre absolut unlogisch. Und ja, so kann man auf jeden Fall prestigen. Das heißt auch, dass ihr mit jedem Squadmate mal spielen müsst, wenn ihr ins höchste Prestige kommen wollt. Also, dass ihr jeden auf Level 60 spielen müsst. Was ich jetzt aber ja nicht besonders schwierig finde, weil ihr dem ja eure Lieblingsklassen geben könnt. Also, das ist eigentlich kein Problem. Was ebenfalls eventuell noch so sein wird bei den Squadmates, das ist aber nicht bestätigt, also das kann sowohl richtig als auch falsch sein, ist, dass jeder Squadmate eventuell seine eigenen Statistiken hat. Aber wie gesagt, das ist nicht bestätigt, es kann sein, dass es nicht so ist. Und ich hatte mal so ein bisschen drüber nachgedacht und ich finde eigentlich, dass es ziemlich cool ist, weil dann hat man seinen Tryharder-Squadmate, den man so eine richtig coole KD macht und
wo man echt immer nur mit guten Waffen spielt und dann hat man vielleicht noch einen Trolling-Squad-Mate oder so, wo man einfach nur Leute verarscht, wo einem die KD völlig egal ist und ein Sniper-Squad-Mate und so. Also, es ist auch eine ziemlich lustige Idee, aber ob das so sein wird, das weiß ich nicht. Also, abschließend muss ich sagen, dass ich das Prestige wirklich ziemlich cool in Call of Duty Ghost finde. Es ist eigentlich perfekt für Leute wie mich geeignet, die keinen Bock haben, immer auf Challenges zu gehen und die auch keinen Bock haben, immer ihre ganzen Sachen zu verdienen. Also wirklich Respekt an die Entwickler, dass sie sowas Cooles da auf die Beine gebracht haben. Und ja, also wie gesagt, es ist eigentlich für mich perfekt geeignet und ich finde das wirklich ziemlich gut. Schreibt mir auch bitte mal, was ihr davon haltet, ob ihr es lieber hättet, dass ihr alles verliert und ob ihr das so gut findet, dass jeder Squadmate quasi individuell prestiget oder ob ihr das eher nervig findet. Jo, und damit ist das Video auch schon vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, werde ich mich immer selber noch umfreuen. Und das war's für heute. Haut rein, Leute.